Marguerite und Hans-Peter sind noch am Telefon und machen noch eventuell ab. Also, kommen Sie? Ja, und wenn, wo? Gut, wir werden mal schauen. Adieu unterdessen. Marguerite hängt auf und der Vater schaut schon mit den Händen im Hosensack sehr nervös zu ihr und sagt: Wen? Prima, großartig, safarisch. Kaum ist die Dame 2 Sekunden daheim, schon war der Rendezvous abgemacht. Und das haben wir gern. Ein Pappeli. Fertig, Pappeli. Ist das ein Losander Kleipf? Ja, Losander Kleipf. Das Magritte weiß schon, was es macht. Kaffee trinken ist doch nichts Schlimmes. Sie ist ja schließlich erwachsen. Erwachsen? Röhrlihose, Klammerlisack, das ist doch nicht. Erwachsen, das ist das ist Existenz. Journalismus? Ist das? Marguerite gibt zum Abschluss am Pappeli noch ein Küssli. Jetzt. Der Hans-Peter wartet vor einem Kaffee. Es ist so eine Stopptafel, also Anhaltsverbotstafel vor dem Kaffee und dort steht er. Und Marguerite kommt jetzt ihm entgegen. Das sind Sie ja feiersam. Es ist Ihnen leider alles besetzt. Guten Abend übrigens. So nett, dass Sie gekommen sind. Guten Abend, Herr Hans-Peter, komm! Birma, Pöpp, Bibere. Das jetzt gelungen? Der Chef von meinem Papa heisst auch so. Ja, aber wissen Sie denn noch, was Ihnen noch gelungener ist? Der Buchhalter von meinem Papa heisst Ersam. Merci. Wenn das mein älterer Herr erfährt. Was meinen Sie um meinen erst? Wenn wir ein bisschen an Rheinabend spazieren, da sieht es niemand. Wir wollen das Beste hoffen. Die zwei schlendern jetzt am Rhein entlang. Nach einer Weile sagt Hans-Peter: Bis morgen! Sie treffen sich wieder und sitzen nebeneinander eng. Und nebeneinander und aber immer noch dezent. Und er sagt wieder: Bis morgen! Sie nickt nur. Bis zum nächsten Mal.